You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. Christian Motorcyclists Association. Ich spreche mit dem National President Hans-Jürgen Neuscher. Christian Motorcyclists Association auf Deutsch, Vereinigung christlicher Motorradfahrer. Hans-Jürgen spricht mit den Banditen, mit den Engeln, mit Gremium, mit den Outlaws, ist also unterwegs in einer Szene, in der die wenigsten von uns zu Hause sind, in der Biker-Szene. Und er nimmt uns mit rein in diese Folge, erzählt, warum er das macht und was er dabei erlebt hat, wieso er nicht mehr ins Gefängnis darf. Und er spricht auch über die schwerste Zeit in seinem Leben. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Abitur, hat er auch keine Ahnung. Oder was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal wie abgedreht das war. Also für mich sind ja Biker, ich bitte um Korrektur, aber Biker, das klingt ja doch als, das sind nicht die Typen, die sonntagmorgens das Motorrad aus der Garage schieben und dann 30, 40 Kilometer fahren und dann wieder ankommen, ne? Sondern da hat man ja ein bestimmtes Bild vor Augen von Bikern. Ja, es gibt Biker, die einfach wirklich nur nach Feierabend irgendwo hinfahren. Es gibt Leute, die fahren zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Es gibt Leute, die leben Biker-Lifestyle für sich, ein Stück weit frei von den gesetzlichen Normen, die man sich so ein bisschen widerspiegelt, wo man sagt, okay, wir haben unsere eigenen Regeln, wir haben unsere eigenen Rules. Dann geht man dann, das geht schon ein bisschen in das Rocker-Milieu hinein, wenn man das so nehmen will. Dann gibt es auch Biker-Gruppierungen, die treffen sich einfach nur zum Fahren. Und es gibt auch Leute, die nennen sich Biker, die kommen mit ihrer Harley auf dem Event, auf dem Hänger, und dann kurz vorher stellen sie den Hänger an die Seite und fahren ihre Harley raus. Also unter Biker kann man, das ist so weit, da kann man alles drunter verstehen. Und wo ordnet sich der Hans-Jürgen ein? Der Hans-Jürgen ordnet sich bei den Leuten ein, die gerne Motorrad fahren, die das auch ein Stück weit leben, ordnet sich bei den Menschen ein, die sich so ein bisschen nach Freiheit orientieren, ordnet sich aber auch bei denen ein, die ihr Leben alleine nicht ohne fremde Hilfe geregelt kriegen. Das trifft auf den Hans-Jürgen zu? Das trifft auf mich zu. Mhm. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen rein in das Biker-Feeling. Komm, also ja. Du sitzt hier drauf auf deine Harley. Das ist genial, ja. Also du siehst ja die verschiedenen Bikes, ist total unterschiedlich. Also die Harley habe ich aus zwei Gründen eigentlich gekauft. Einmal, um langsamer zu fahren, und das andere war, um halt im Urlaub was mitnehmen zu können. Mhm. Aber der Grund, um langsamer zu fahren, der ist wirklich, das hat stattgefunden. Also wenn ich auf der Honda sitze, dann drehe ich schon mal am Hahn. Das sollte ich eigentlich nicht, aber... Das machst du auch. Leider, ja. Muss ich zugeben, mache ich hier und da auch schon mal. Wir waren gerade vor ein paar Wochen in Tirol Pässe fahren mit den Jungs, mit meinem Sohn und einem anderen jüngeren Mann. Und da hast du auch einen gewissen Ehrgeiz, klar. Ja? So, und mit der Harley fahre ich in der Jeans oder in der kurzen Hose und das würde ich da nie machen. Dann war ich nur mit Leder und nur voll ausgerüstet. Das ist total unterschiedlich. Es ist im Prinzip, als wärst du zwei verschiedene Menschen. Hier atmest du jeden Luftzug ein, fährst gerne abends darum, wenn es so gerade so zwischen 5 und 6 Heu gemacht wird oder wie auch immer, oder durch den Wald, und nimmst jeden Duft mit. Hier sehnst du dich nach jeder Kurve. Das ist total unterschiedlich. Als wenn du zwei Personen wärst, ist wirklich so. Also so empfinde ich es. Und mit diesen Feelings kommst du dann auch natürlich mit den anderen Bikern ins Gespräch, richtig? Ja, das ist völlig egal. Ich hätte nie gedacht, dass die Kutte so einfach macht, ins Gespräch zu kommen mit Bikern. Was ist die Kutte? Das war ohne Kutte ganz anders. Was ist die Kutte? Die Kutte für mich... Also wir, die meisten Zuhörer wissen ja, ich schließe mich ein, nicht, was eine Kutte ist. Okay, ne? Die Kutte ist du mit dem Malermantel dann auf dem Motorrad? Oder? Ein Talar oder so. Nein. Ja, oder nein. Ein Talar, genau. Die Kutte ist eine Motorradfahrer, eine Leder, kommt. Eine Lederweste auf dem Rücken,
trägst du das Emblem oder du zeigst damit, für wen du einstehst und für wen du fährst. Das ist nicht nur in der christlichen Motorradszene so, sondern ist auch in der ganz normalen Szene so. Also wenn jetzt jemand mit Kutte unterwegs ist, dann hat er sich das verdient, dass er mit diesem Color fahren kann, in dem Club, in den Regeln des Clubs, und er steht auch für das ein, was der Club verkörpert. Was muss er bei den Hells Angels machen, um diese Kutte zu kriegen? Oder Banditos? Oder... Ich möchte es jetzt nicht auf einen Club spezifizieren. Jeder Club hat seine gewissen Regeln. Man ist erst ein Hangaround, dann fährt man ohne Kutte, ist einfach nur dabei. Dann ist man irgendwann in der Prospektzeit, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne in den Club einsteigen. Und der Club sagt ja auch, das örtliche Chapter sagt, okay, wir können dich gerne gebrauchen, schnupper mal rein, mach mal mit und dann sehen wir, wie es weitergeht. Dann dauert die Prospektzeit unterschiedlich lange, je nach Club. 1, 2, 3 Jahre, je nachdem. Dann entscheidet dann irgendwann der Club oder derjenige, der diesen Prospekt betreut, wann es dann weitergeht bis zu einer Vollmember-Aufnahme. Das kann unterschiedlich lange sein. Und wie läuft das bei euch? Bei uns ist es so, dass es Leute gibt, die bei uns Hangarounds sind, ganz normal. Dann Hangarounds machen Kaffee oder wie kann man das verstehen? Nee, das ist bei uns anders. Also bei uns gibt es da keinen, wie soll ich denn sagen, keinen... Diener oder wie auch immer, sondern... Wie in anderen Clubs? Ja, es gibt eher eine Gleichberechtigung. Also ich tue mich immer schwer damit, wenn ich sagen soll, da hat jetzt jemand 2 Jahre die Toiletten geputzt und Kaffee gebracht oder sonst irgendwas gemacht oder mich chauffiert und mein Bike gewaschen und nachher ist er mein Bruder, den ich liebevoll in den Arm nehme und sage, toll, das kann irgendwo für mich nicht passen. Mhm. Das ist bei uns anders. Das ist die Prospektzeit, wenn du es so nennen willst, dient bei uns dazu, um sich näher kennenzulernen und zu wissen, will ich das wirklich machen? Traue ich mir das zu? Ist das meine Aufgabe, die Jesus Christus mir gegeben hat? Was muss man sich zutrauen? Diese Aufgabe wahrzunehmen, die wir für ein CME haben wollen. Wir wollen Menschen von unserem Glauben erzählen, von dem, was Jesus Christus in meinem Leben verändert hat. Also hier geht es nicht nur darum, dass man sagt, wir haben Spaß beim Fahren. Überhaupt nicht. Und wir machen gemeinsame Ausfahrten und so weiter. Wir verteilen auch mal Flyer. Machen wir zwar, aber da geht es nicht drum. Ja. Sondern? Es geht darum, Menschen zu erklären, dass Jesus Christus zu jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt, eine persönliche Beziehung haben möchte. Das hat er mit mir gemacht. Von dem möchte ich erzählen und von dem möchten auch die Member erzählen, die bei uns Mitglieder sind. Und das heißt, dass wenn sich da ein Member oder ein Prospekt, wie heißt das, Prospekt sich schwer tut, dann wird er wieder Hangaround? Nein. Wenn er sagt für sich, nee, das ist doch nichts für mich, ich passe da einfach nicht rein, ich habe andere Prioritäten in meinem Leben, dann hört er das einfach auf, dann ist das beendet. Wenn aber jemand nach einem Jahr ungefähr sagt, okay, das ist wirklich so und wir haben auch erkannt, das hat sich in den verschiedensten Gesprächen, die er mit anderen Menschen gehabt hat, hat sich gezeigt, das könnte was für ihn sein und er sagt das, dann gibt es in der örtlichen Gemeinde, zu der er gehört, zu der christlichen Gemeinschaft, gibt es einen Kirche Aussegnungsgottesdienst, genau, wo er von der Gemeinde ausgesendet wird in diesen missionarischen Dienst. Und dann kriegt er die Kutte? Und dann kriegt er in diesem Gottesdienst unter Gebet die Kutte. Und wenn ihr dann auf solche Treffen kommt, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr taucht auf mit 5 bis 10, sage ich mal, einfach als Bikes. Sag mal eine Geschichte, die du erzählen kannst. Ja, wir werden, also kann ich auch gerne. Wir haben ja auch auf dem Bike and Music Weekend im 1. Augustwochenende in Geiselwind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne gar nichts von den Biken her. Okay, das ist ein Riesen-Event mit Stuntshow und allem, was dazugehört an Shows. Und da haben wir normalerweise einen Bibelstand gehabt, ein Zelt. Und dieses Zelt ist uns an diesem Wochenende kaputt gegangen. Wir hatten aber eine Woche später eine Einladung von den Hells Angels, auf ihrem Event zu sein mit unserem Zelt. Und wir wussten jetzt nicht genau, wie verhalten wir uns jetzt. Das ist zig Jahre her mittlerweile. Was machen wir denn? Und dann rieben die uns an und sagten, ist das alles klar für nächstes Wochenende? Und dann sage ich, wir haben kein Zelt, wir können eigentlich gar nicht. Macht euch keine Gedanken, wir stellen euch Zelt, Stühle, Tische, alles, Hauptsache ihr kommt, bringt eure Bibeln mit und seid da. Ach. Ja, das ist nur eine von vielen Geschichten. Hast du Kontakte zu den Hells Angels? Also natürlich. Ich vermute, dass du jetzt natürlich keine interne ausplaudern darfst, möchte ja gar nicht wissen. Ich auch nicht. Ja, genau. Aber ich bin natürlich schon interessiert, was für Menschen verbergen sich da auch. Wir können ja jetzt das Hells Angels wieder ein bisschen zur Seite schieben. Aber nimm doch einfach einen anderen Club. Genau, Banditos. Egal, von mir aus. Ja. Was?
Hast du da keine Angst, wenn du da... Überhaupt nicht. Nee? Also ich muss sagen, egal bei welchem Club, ob groß, ob klein, Land auf, Land ab, ich fühle mich da sehr sicher und ich nehme ja auch meine Frau und meine Tochter mit und auch die anderen nehmen ihre Frau mit. Also da ist überhaupt nicht irgendein Gedanke daran, dass irgendwas schief gehen könnte. Ich würde, wenn ich irgendwo mit meinem Bike park in der Fußgängerzone oder an der Fußgängerzone, würde ich mein Bike abschließen, da würde ich es nicht abschließen, da brauche ich es nicht. Da fühle ich mich sicher. Da bin ich unter Brüdern, auch wenn sie ein anderes Denken haben wie ich. Also bin ich unter Motorradbrüdern. Ja, ja. Mhm. Aber da habe ich überhaupt nicht den Gedanken an Angst. Jeder weiß, weswegen ich da bin. Ja, ich will doch keinen Stress machen. Jeder weiß, ich will von dem erzählen, was mein Leben ausmacht. Und wenn du erlebst, dass in deinem Leben etwas gut ist, dass du eine gute Erfahrung gemacht hast, dann willst du das doch auch anderen sagen, oder nicht? Du fragst es mich? Ja. Ja, natürlich. Ja, eben. Das ist so ja das eine. So aber es gibt ja auch negative Beispiele. Ne? Also ich war auch schon unterwegs und habe das Gegenteil erlebt, dass du etwas von dir mit dir teilen möchtest und es gibt Stress. Nee, ganz im Gegenteil. Also es kommt dann eher oft so, hör mal, du bist doch Christ, sag mir mal, wie man dazu steht. Oder wie das und das eigentlich wirklich verstanden wird. Oder wie in der Bibel dieser Vers Auge um Auge, Zahn um Zahn verstanden wird. Oder was auch immer. Oder wie stellst du dich dazu? Und ich finde es gut. Ich komme irgendwo in einen Club mit meiner Kutte und dann gehen erstmal rundherum die Telefone, weil das ja eigentlich eine Farbe ist, die da vielleicht gar nicht so gerne gesehen ist. Welche Farbe? Ja, also wenn ich mit meiner gelben Farbe komme und komme dann irgendwo bei einem anderen Club hin, der eine schwarz-weiße Farbe hat oder so, dann wissen die nicht, wer ich bin. Und dann geht natürlich erstmal die Security los intern. Ist auch ganz klar, das ist auch normal. Weiß ich nicht. So, und dann gehe ich da hin und stelle mich ganz normal vor, wenn ich jemanden. Dann gehst du zum Präsident oder, ja, oder? Ganz genau und sage, ich bin der und der. Und ihr habt ja heute Abend offenes Haus. Ich hätte auch gern, wäre auch gern dabei oder ich möchte was mit euch trinken oder ins Gespräch kommen oder was auch immer. Und ich kann dir sagen, ich habe nur bislang in den ganzen Jahren immer nur offene Gespräche, offenes Haus, nette Personen, Leute, mit denen man gut umgehen kann, kennengelernt. Egal, ob das jetzt die Outlaws, ob das Gremium, ob das Banditen, die Engel oder wer auch immer gewesen ist. Wir werden überall herzlichst aufgenommen. Das Ganze ist natürlich auch geprägt, das Bild von den Medien. Ne? Und, das, was du hast. Ja, natürlich, ja. Klar. Ja. Ich bin jetzt einer, der völlig blank bezüglich der Realität ist. Ja. Ich denke, Clubhaus, Rauschgift, Alkohol, Sex, gib ihm die volle Dröhnung, Schlägerei, ja, ne? so denkt man. Aber nicht, weil man irgendjemanden kennt. Ja, weil man es so hört. Wenn man es hört, ne? dann schießen wieder die einen auf die anderen. Ja, das gibt es ja auch alles. Das gibt es vereinzelt, ganz sicher, gar keine Frage. Aber es gibt auch Clubs, die einfach sich nur treffen, um zu fahren oder um Spaß miteinander zu haben. Und die auch in der Bevölkerung, in der Ortschaft, wo das Clubhaus ist, ein unheimlich gutes Standing haben. Wo sogar die Bevölkerung dazukommt. Also ich war jetzt kürzlich in Mannheim, genau, bei einem Club zu Gast, und da spielte eine Country-Band und da war jede Menge aus der Bevölkerung da. Die hatten hinterher eine Springburg oder eine Hüftburg für die Kinder gemacht, ein Planschbecken für die Kids. Das passt ja eigentlich gar nicht. Das ist überhaupt nicht in das Klischee. Genau. Ja, aber eben, da muss man sich über das Klischee hinwegheben. Natürlich gibt es auch das andere. Ich bin auch schon bei Gerichtsverhandlungen von verschiedenen Clubs gewesen, wo ich den einen oder anderen Member bekleidet habe, weil das gewünscht wurde. Oder und wenn derjenige eingelocht wird, besuchst du ihn dann auch? Ich bin im Gefängnis. Also ich habe jetzt im Moment immer noch Knastverbot in Hessen seit 9 Jahren, glaube ich. Knastverbot? Ich war ehrenamtlich Vollzugshelfer in Schwalmstadt und auch in Butzbach. Okay, du warst ehrenamtlicher Vollzugshelfer. Genau, ich hatte mich da beworben. Ich war mit einer Gruppe von anderen Christen, die Gefängnisarbeit schon viel länger macht, da und habe dort Bibelstunden gehalten oder mich mit den Bikern getroffen und habe unter anderem auch bei dem einen oder anderen Einzelbetreuung gemacht. Das heißt, es kommt dann auch vor, dass ich dann jede Woche da war, habe mir den Bildungsnachmittag freigenommen und war dann da und habe mit denen über die Bibel, teilweise im Einzelgespräch auch gesprochen, über eine gewisse Zeit. Und wenn das dann vorkommt, dass jemand sagt, okay, das ist was für mich und entscheidet sich dafür, Jesus Christus seine Schuld vergeben zu lassen. Das ist ja was ganz anderes als das, was unser Justizvollzugssystem macht. Unser Justizvollzugssystem versucht, Leute zu brechen, zu vereinsamen und gesellschaftsfähig zu machen. Aber keiner
kümmert sich wirklich um die Schuldfrage, um wie jemand mit der Schuld umgeht. Wegen dem, wegen dem er einsetzt. Ganz genau. Aber da, darum, da kann sich Jesus Christus nur alleine drum kümmern. Nicht um die Konsequenzen und die Folgen hier auf dieser Erde. Aber mit dieser Last mental auch klarzukommen, da kümmert sich von unserem Justizsystem meiner Meinung nach kaum jemand drum. Also waren auch viele Leute dann freiwillig in diesen Gesprächskreisen. Und in einem dieser Kreise ist dann auch passiert, dass sich jemand entschieden hat für Jesus Christus. Und das bringt ja dann auch eine Verhaltensveränderung zutage. Ob das jetzt der Grund war, warum das so gewesen ist, war auch jemand aus dem Motorradclub, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle war ich da, bin normal mit Kutte da immer hingegangen, hatte mich damals auch mit Kutte dort beworben, damit die Leute gleich wussten, warum ich da hingehe. Ich möchte mit Bikern Kontakt haben, bin Christ und so weiter. Das macht man ja in Bewerbungsgesprächen vorher alles, um ehrenamtlicher Vollzugshelfer zu werden. Jedenfalls, an diesem einen Tag mussten alle Besucher in einen Raum nebeneinander sitzen und da war ein verdeckter Ermittler dabei, der Rauschgift an sich hatte. So, und dann kamen die Rauschgifthunde rein und wo blieben die Hunde sitzen? Vor mir. So, dann warum vor dir? Du bist ja kein verdeckter Ermittler und hast hoffentlich keine Rauschgift. Ich habe noch nie Rauschgift in der Hand gehabt. Ja. Vielleicht waren meine beiden Hunde heiß oder meine Kutte roch noch danach, weil ich hier auch bei Clubhausbesuchen anhabe. Ich kann es dir nicht sagen, was der Grund war. Auf alle Fälle wird auf einmal die Welt ganz, ganz klein. Ja? Aber da ging dir dann die Muffe, oder? Oh ja, dann wirst du festgenommen. Ja. Na, dann kommt dann die Polizei. Vorläufige Festnahme, genau das ganze Programm. Es wird alles untersucht, was man untersuchen kann an dir. Ja, jede Körperöffnung, alles bis zum Feinsten. Dann war ich mit dem Auto auch noch da und hatte in dem Auto auch Windeln, weil ich was mit dem Ausliefern immer verbunden habe. Und die Windeln, die haben ein Granulat innen drin. Sag, was dass die Flüssigkeit das nicht wahr ist. Doch, das ist wahr. Das ist so wahr. Und dann haben die das Auto auch noch ein Stück weit auseinandergenommen. Und haben natürlich nichts gefunden. Ich habe nie Rauschgift in der Hand gehabt. Naja, und das ging dann ewig lange hin und her. Ging dann an Schreiben bis ans Regierungspräsidium. Da hat auch noch ein Richter für mich gebürgt. Dann wollte ich gerne, dass die sich entschuldigen, weil das macht meinen Ruf kaputt, wenn man mir so etwas nachsagt. Und war das dann so, dass das dann schriftlich gibt es überhaupt gar keine Entschuldigung und es gibt auch kein schriftliches Statement, warum ich das nicht mehr machen darf, dieses Ehrenamt. Und dann kriegte ich dann einen Anruf vom Regierungspräsidium, ich hätte Kontakt zu kriminellen Vereinigungen. Sage ich, ja, ich habe genauso viel Kontakt zu kriminellen Vereinigungen wie jeder Polizist. Ja, klar. Das habt ihr auch vorher gewusst, was da gelaufen ist. Auf alle Fälle hat das alles dazu geführt, dass ich erstmal 10 Jahre Knastverbot kriegte. Als ehrenamtlicher Vollzugshelfer. Und ein Ehrenamt kannst du nicht einklagen in Deutschland. Das wird eben von dem Anstaltsleiter gewährt. Aber du kannst noch immerhin ihn besuchen, oder? Ich kann jemanden besuchen, ja. Keine Frage. Habe ich dann auch gemacht. Aber ich kriegte dann über die Gemeinde eine Anfrage aus der Forensik, ob ich mich darum kümmern konnte. Und der Pastor hat gesagt, ich kann das überhaupt nicht, aber ich habe jemanden, der das kann. Ja, und dann habe ich da angefangen. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Also da ging dir doch die Düse aber extrem, oder? Ich habe gedacht, also so klein, so ein großes Loch, dass du da drin versinkst, gibt es eigentlich gar nicht. Aber du bist in dem Moment total allein. Dich kennt keiner mehr. Die können dir ja auch irgendwas anhängen, ne? Ja, die können mir auch was anhängen, klar, gar keine Frage. Dann ist halt ein Pulver in deiner Jacke drin. Ja, klar. Du bist völlig ausgeliefert, du machst da gar nichts. Ja. Boah. Ja. Ich konnte nicht mehr telefonieren, ich konnte meine Frau nicht anrufen, es ging nichts. Es war in Sekundenbruchteilen, war alles. Als wenn das Leben zu Ende ist. Ja, du bist in der Maschinerie drin, für die du nichts kannst und du kannst dagegen nicht das Geringste tun. Das war für mich sehr einschneidend, ja, muss ich schon sagen. Und sowas spricht sich natürlich auch in den Bikerkreisen rum, schätze ich mal, oder? Der eine oder andere. Der Neuschäfer, der setzt sich ein und... Der eine oder andere hat mich gefragt. Es gab sogar einen Club, der sagte, okay, das wollen wir jetzt an die große Glocke hängen. Aber das war nicht das, was ich damit erreichen will. Ja, ist ja klar. Ja. Ne? Also darauf kann man eigentlich verzichten. Ja, das brauche ich nicht. Ja. Hatte das, mir geht es um die Menschen. Ja. Wirklich, definitiv. Ja. Hat er das noch mehr Sympathien verschafft? Nee, ich habe das nicht groß publik gemacht. Wenn das im Gespräch mit irgendjemand
zur Sprache kommt, dann sage ich das, dass ich Ihre Jungs auch gerne im Gefängnis besuchen will, soweit ich die Möglichkeit dazu habe, oder auch andere von uns das machen. Das kann auch nicht jeder, je nachdem, welche Delikte dann auch da sind. Mhm. Musst du da irgendwo ein geistliches Backup für haben, wo du zum die Beispiel? Dinge damit besprechen kannst. Ich mache welche Delikte? Mit meiner Frau zum Beispiel. Also ich habe jemanden betreut, der war ein Kinderschänder, hat 25 Jahre gesessen. Hast du da auch schon schwere, einschneidende Erfahrungen gemacht? Was ist schwer einschneidend? Ja, dass sich an den Rand des, deiner Kraft geführt hat. Das hört sich ja immer so. Das hört sich ja immer so stylisch an, zu sagen, okay, wenn der Herr mir was sagt, mache ich das. Ja, na, sicher. Das ist das eine. Aber sagen wir mal, die Länge trägt es ja über Jahre. Und auch wenn es Rückschläge gibt und wenn's, wenn Tiefen kommen oder wenn Traurigkeit kommt oder du begleitest einen und der bricht ab und die ganze, man fragt sich, die ganze Mühe, die ich mir gemacht habe, das, sind ja, das ist die andere Seite, ne? Ja, das ist die andere Seite. Natürlich erlebst du jede Menge dieser Dinge, die bringen mich aber nicht am Rand meiner Kraft, sondern sie enttäuschen mich, weil vielleicht meine Erwartung falsch ist oder weil ich eine ganz andere Erwartung hatte, dass ich erwartet habe, dass der Mensch dann auch von dieser Liebe, die Gott mir gibt, für sich selbst auch was wahrnimmt und dann eine Entscheidung trifft. Enttäuschend ist dann auch, dass Leute, nachdem sie eine gewisse Zeit lang Hilfe bekommen haben von allen möglichen Bereichen, von mir und von Freunden, dann trotzdem keine Entscheidung treffen oder einen anderen Weg gehen oder zurückfallen in irgendwelche anderen Dinge. Aber wenn es dann mal so hart kommt, dass ich richtig down bin, weil ich eine andere Erwartung hatte, dann vergewissere ich mich immer, dass Jesus für mich ja viel, viel mehr gemacht hat. Und er hat nicht gefragt, ob ich ihn enttäusche und wie oft ich ihn enttäusche in meinem Leben. Weit mehr, als ich darüber reden möchte, wie ich ihn enttäusche. Aber Jesus enttäuscht mich nie und für ihn mache ich das, nicht nur für die Menschen. Wer ist Jesus für dich? Jesus Christus ist mein Retter, also der mir es möglich macht, ewiges Leben zu bekommen. Er ist derjenige, der mich in Verbindung mit Gott, dem Vater und meinem Schöpfer bringt. Er ist mein Freund, mein engster Freund. Er ist mein Bruder, mit dem ich alles besprechen kann. Und er ist aber auch mein Herr, mit dem ich, den ich fragen kann, Herr, was willst du, dass ich tue? Das ist nicht so wie ein Verhältnis zwischen Sklave und Herr, wie man sich das so vorstellt, sondern es ist eher ein Freundschaftsverhältnis. Wobei aber doch geregelt ist, dass ich freiwillig sage, ich möchte das tun, was du willst. Trotz dem, was ich in meinem Leben alles falsch mache. Und das ist mehr, als ich sagen will. Ja gut, willkommen im Club. Also ist so. Wir leben in dieser Welt und sind konfrontiert mit Herausforderungen, die wir meistern oder auch nicht. Genau. Ganz klar. Also welches Motorrad würde Jesus fahren, wenn er heute da wäre? Keine Ahnung. Der braucht keinen. Es wäre, glaube ich, wahrscheinlich auch völlig egal. Aber er würde es fahren, um mit diesen Leuten, die darüber zu erreichen sind, ins Gespräch zu kommen. Wenn man dich über die Leute reden hört, dann du sprachst vorher, es sind deine Brüder. Ja. Dann sprichst du von einer Familie. Absolut. Die du lieb hast? Ja. Und die mit dir das Interesse des Bikertums teilen? Sprich fahren, Freiheit und denen du deinen Glauben, von deinem Glauben erzählen möchtest? Dem möchte ich das vorleben, genau. Sprichst du in Geschichten oder sprichst du in Bibelversen? Das ist total unterschiedlich. Meistens rede ich von mir. Ich rede oft von mir, weil ich selber ein kaputtes Leben habe und weil ich für mich Antworten im Leben brauche. Und dann nehme ich oft mich als Beispiel oder Begebenheiten auch von Freunden als Beispiel, um vielleicht die Situation des anderen zu verstehen, um mich da hineinversetzen zu können. Also meistens ist es ja so, dass dann jemand fragt, wie würdest du denn das machen? Oder wie macht ihr denn bei euch das? Wie geht ihr mit diesem Problem um? Oder wie handelt ihr das? Und dann habe ich meistens irgendwo ein Beispiel, wo ich sagen kann, das oder das hat mir geholfen. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Du sprichst da sehr oft davon, Jesus als Freund. Mhm. Wenn ich an meinen Freund denke, wir treffen uns und quatschen über alles Mögliche. Ja. Wie ist es mit Jesus? Oder wie erlebst du wir das mit Jesus? Wir treffen uns oft und quatschen. Also jeden Morgen, bevor ich frühstücke, nehme ich meine Bibel und lese da drin einen Abschnitt. Und auch eine Auslegung dazu.
und dann bete ich, das heißt, ich rede mit meinem Herrn und dann habe ich viele Jahre einen Hauskreis gemacht, wo man einfach nochmal über diese Dinge ausspricht, über bestimmte Bibeltexte, über bestimmte Themen. Das ist, denke ich, immer wichtig. Es gibt so gut wie keinen Sonntag, wo ich nicht irgendwo einen Gottesdienst besuche oder auch halte, wo ich selber dann predige oder wie auch immer. Also für mich ist die Bibel ein gottesinspiriertes Wort. Und das ist die Leitlinie in meinem Leben. Ja, und das brauche ich, um einfach klar sehen zu können. Ich bin überzeugt davon, dass in der Bibel Gottes Wort für wirklich jedes Problem eine Antwort drinsteht. Ich muss sie nur finden. Aber ich möchte behaupten, dass es, wenn ich wirklich danach forsche, Jesus mir für jede Frage auch eine Antwort gibt. Nicht immer zu der Zeit, wenn ich die Antwort brauche, ja, aber dass diese Antwort in der Bibel steckt. Definitiv. Hast du schon mal so gezweifelt, dass du gesagt hast, ich lasse ihn glauben? Nein. Ich habe vor 3 Jahren sehr gezweifelt, nicht am Glauben. Als vor 3 Jahren meine Tochter umgezogen ist, für mich ist es ein Umziehen von heute zum ewigen Leben in den Himmel. Die ist gestorben. Ja. Da war ich, nachdem ich meine Dienste alle so zu Ende hatte, ein Vierteljahr später, so weit, dass ich angefangen habe zu beten, dass ich nach Hause gehen kann. In den Himmel. Und ich wollte mir nie und will mir auch nicht selbst das Leben nehmen. Aber ich habe darum gebetet, dass Gott mich nach Hause ruft. Ich hatte keinen Spaß mehr am Motorradfahren. Ich hatte keinen Spaß an nichts mehr. An der Arbeit ging null. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Und ich habe das auch meinen Freunden gesagt, dass ich dafür bete, nach Hause zu gehen. Und deiner Frau auch? Ja, auch. Und das habe ich dann 7 Wochen lang gemacht. Und dann hat Gott eingegriffen, hat zu mir geredet, Hans-Jürgen, ich habe eine ganz andere Perspektive für dich. Und hat mir klar gemacht, dass, ich weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Gott hat mir gesagt, ich habe dir Michelle für 25 Jahre anvertraut. Du erziehst das Kind für mich, du liebst es für mich, du gibst dir die Ausbildung und alles, was du geben kannst als Papa für mich. Hätte Gott mich gefragt, willst du das machen, wenn ich sie nach 25 Jahren zurückhaben will, hätte ich Nein gesagt. Aber Gott hat mir gesagt, betrachte die 25 Jahre als Geschenk auch für dich. Und so nehme ich das auch. Gott hat mir eine komplett neue Perspektive der Dankbarkeit gegeben. Ich erinnere mich zurück an viele, viele, viele schöne Dinge. Und mir kommen immer wieder die Tränen, wenn ich nur jemanden sehe, der ihr ähnlich sieht, oder wenn ich nur etwas rieche, was ähnlich ist wie sie, oder ja, und dennoch glaube ich ganz fest, dass Gott niemals irgendeinen Fehler macht und dass Gott immer die Person, um die es geht, am wichtigsten ist. Und wem sollte ich meine Tochter besser anvertrauen als ihm? Niemandem. Aber das hat mich dazu geführt, dass ich erstmal komplett down war. Wenn du das deinen Bikern erzählst, die ja von Jesus keine Ahnung haben, jetzt nicht unbedingt von deiner Tochter, sondern dass sie auch geliebt werden, ja, kommen dann denen nicht auch die Tränen? Das ist unterschiedlich. Erstmal glaube ich, dass es viele gar nicht so zeigen möchten. Wie das in so einer Gruppendynamik ist, sind die besten Gespräche dann auch immer alleine. Dafür haben wir dann, je nachdem, was für ein Event ist, auch ein entsprechendes Zelt, wo man so ein bisschen alleine ist, wo man auch sich zurückziehen kann. Ja, es gibt es, dass Menschen auch die Tränen kommen. Es gibt aber auch, dass Menschen die Tränen kommen, wenn ihnen bewusst wird, was sie eigentlich auch getan haben, welche Schuld sie auf sich geladen haben. Also kennt jemand, der hat einen Doppelmord getan oder viele andere Dinge. Und wenn du dann siehst, wie ihnen bewusst wird, dass sie das nicht mehr zurückdrehen können. Ja, du kannst das ja nicht mehr gut machen hier auf der Welt. Und wenn du dann erlebst, da ist jemand,
der nimmt mir diese Schulden trotzdem weg. Und ich habe ewiges Leben. Ich kann ewig bei ihm leben. Und er nimmt mir die Schuld vom Herzen und schmeißt die einfach weg. Auch wenn er die Konsequenzen hier auf der Erde nicht mehr ändern kann. Die muss ich selber ausbaden. Das ist so. Aber wenn ich das von der Ewigkeitsperspektive aus betrachte, dass mir jemand meine Schuld wegnimmt und mich zum ewigen Leben bringt, und du siehst das den Leuten dann an, dann kannst du diesen Zustand nicht beschreiben. Das ist unglaublich, da finde ich gar keine Worte für, was dann in einem Menschen vorgeht. Kannst du das ein bisschen wiedergeben für uns, die wir das jetzt nicht live erlebt haben? Also für mich ist es wie jemand von einer tiefen Depression auf einmal ein ganz, ganz helles Licht gestellt, wenn du sagen kann, okay, jetzt ist alles, was vorbei ist, vergessen. Ich kann ganz neu starten. Die dann auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, natürlich, nämlich sich der Polizei zu stellen, vor den Richter zu stehen, den Opfer, den Hinterbliebenen ins Gesicht zu sehen. Genau, das und das habe ich gemacht und ich habe jetzt das und das erkannt und ich möchte das berichtigen. Das ist mir ja als Kind, als ich Christ geworden bin, selbst gegangen. Es ist eine banale Geschichte eigentlich. Also kein Doppelmord? Nein. Mit 10 oder so habe ich angefangen zu rauchen, an meinem ersten Tag im Gymnasium. Und dann bin ich so durch die Fußgängerzone geschlendert und habe dann hier und da auch mal was mitgehen lassen. An Bonbons und was es da früher gab. Und das hat mir Gott dann irgendwann klar gemacht, das ist nicht richtig. Wenn du Christ sein willst, dann muss das Konsequenzen in deinem Alter haben. Da habe ich lange dran gekaut. Und dann war es dann irgendwann so weit, dass ich die Fußgängerzone in der anderen Richtung gegangen bin und bin in jedes Geschäft rein und habe gesagt, ich habe hier das und das geklaut. Mit 10 Jahren? Ja. Ohne dass dir irgendjemand gesagt hat, du musst das tun? Ja, ohne dass irgendeiner was getan hat. Das ist ja auch nicht. Die Leute haben mich ganz fürchterlich angeguckt. Das glaube ich. Was will der kleine Typ hier? Und dann habe ich das Geld auf den Tisch gelegt bei denen, die es dann auch angenommen haben. Und das hat mich so frei gemacht. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Normal kommst du ja auch nicht so einen Gedanken, sowas zu machen. Nein. Aber überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, da habe ich angefangen zu lernen, wenn ich einen Eindruck habe, Gott spricht mich an, das zu berichtigen, das gleich zu tun und nicht mit irgendetwas zu warten, zu sagen, überlegen, wir gucken die Leute und macht man das und stehst du als Dieb da. So war das eben. So war das, so war ich. Und das habe ich dann geändert und dann war es gut. Das will nicht heißen, dass das jetzt, dass ich jetzt keine Fehler mehr mache. Andere vielleicht, aber auch die möchte ich, soweit das möglich ist, immer wieder bereinigen. Ja. Aber das war ein Schlüsselerlebnis. Kann ich sagen für mich. Es war ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Ja, Christian hat Konsequenzen in meinem Alltag. Ich kann das nicht nur für mich alleine leben. Das geht nicht. Und auch nicht nur am Wochenende. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals, weil es dir so wichtig ist? Ja, die Bibel. Das ist für mich A und O. Das, wie du gesagt hast, jeden Morgen oder meistens? Jeden Morgen, außer vielleicht Sonntag, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber das ist für mich wichtig, weil ich dann Zeit habe, die Dinge, die so einen Tag über alle, auch vielleicht schon nachts im Bett durch den Kopf gehen, morgens nochmal anzubringen, zu sagen, Herr, du weißt das alles, das muss heute irgendwie gehen, du musst mir die Zeit schaffen, damit ich das mache, was du willst. Schaff mir eine Lücke für die Zeit, die du für mich haben willst, dass ich anderen Menschen ein Segen sein kann, für andere Menschen da sein kann. Und dann mache ich die Erfahrung oft, dass die Arbeit von der Hand geht, ohne dass ich weiß, warum sie so gut läuft. Denn ich mache es nicht. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren? Vor 5 Jahren? Ich kann heute mal einen Dienst ablehnen, wenn ich einfach keine Zeit mehr habe. Also das geht schon mal. Das geht schon mal, ja. Ungern, weil ich wirklich gerne über Jesus Christus rede, aber manchmal gibt es auch Dinge, die muss ich dann einfach absagen. Letzte Frage. Plakatfrage. Du hättest die Chance, die Möglichkeit, an einer riesigen Ausfallstraße ein Plakat hinzustellen und mit einer Aufschrift, die du aussuchen darfst. Was würde auf dem Plakat stehen? Jesus Christus, dass Jesus Christus neues Leben schenkt, das muss da irgendwo drauf. Ja. Weil das ist ein Geschenk, was es gilt anzunehmen, was es gilt zu leben. Und das macht Jesus Christus jedem Menschen. Und das ist so genial, dass das jeder wissen muss. Deswegen muss auch das aufs Plakat.
Danke fürs Zuschauen und hinterlasst einen fetten Daumen für die Leute der Christian Motorcyclists Association. So langsam glaubt es, wenn ich es noch dreimal sagen würde, dann funktioniert es ohne Augen verdrehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und werdet super froh.